Was ist die beste Kamera im Jahr 2023 von Beginner bis Profiklasse? Was hat sich im Vergleich zum Vorgängerjahr getan? Wir sprechen in diesem Video über meine Top 3 Empfehlungen in der jeweiligen Kategorie, damit du weißt, welche Kaufentscheidung richtig für dich ist. Kurz vorab eine Info. Ich werde in diesem Video nur noch über spiegellose Kameras sprechen. Wir sind in 2023 und somit gehören Spiegelreflexkameras aus meiner Sicht der Vergangenheit an. Denn wenn man etwas zukunftsorientierter denkt, ist es einfach so, dass alle Hersteller nur noch auf spiegellose Kameras setzen und auch nur noch dafür Objektive herstellen. Deshalb möchte ich nicht und werde auch keine Kameras mehr mit Spiegel empfehlen. Des Weiteren spreche ich hier in diesem Video nur über Canon und Sony Kameras. Da diese beiden Brands aus meiner Sicht die beliebtesten sind und ich damit sowohl bei mir als auch bei etlichen meiner Teilnehmern die besten Resultate gesehen habe. Und deshalb starten wir hier mit der Einsteigerkategorie, und zwar der Sony ZV-E10. Diese Kamera liegt preislich bei 750 Euro, verwendet einen APS-C-Sensor, hat 24 Megapixel und einen erstaunlich guten Autofokus, als auch, dass sie mit 11 Bildern pro Sekunde fotografieren kann. Videofunktionen sind auch sehr gut, 4K bis zu 30 FPS. Sie kann in Full HD bis zu 120 FPS filmen, hat ein Klapp- und Flip-Display, hat ebenfalls auch die neue Sony Color Science, aber leider hier nur 8-Bit Farbtiefe und hat ebenfalls auch kein Recording Limit. Die Vorteile: es ist klein, es ist reisetauglich, ja, es hat das Sony E-Mount-System. Wenn du also mal upgraden solltest, kannst du auf jeden Fall weiterhin die Objektive verwenden, die du bereits schon hast. Und auch wie gesagt, der Autofokus wurde erneuert, wurde verbessert, ist super. Die Nachteile dieser Kamera, vor allem gegenüber der Alpha-Serie, ist, dass sie keinen Sucher mehr hat und dass sie ein bisschen outdated ist in der Hinsicht, dass sie halt noch immer mit 8-Bit Farbtiefe filmt. Wir sind, wie gesagt, im Jahr 2023, da sollten schon 10-Bit mittlerweile drin sein. Machen wir weiter mit der Canon EOS R10. Preislich liegt diese Kamera bei 950 Euro und ist aus meiner Sicht eine sehr gute Foto- und Video-Hybridkamera, vor allem für Einsteiger. Denn fototechnisch hat die Kamera 24 Megapixel und kann bis zu 15 Bilder pro Sekunde mit mechanischem Verschluss fotografieren, mit elektronischem Verschluss tatsächlich sogar bis zu 23 Bilder pro Sekunde. In Video überrascht die Kamera sehr stark, sie kann sogar in 4K 60 FPS filmen, ja, da ist ein leichter Crop-Faktor dabei, aber ist auch eine Einsteigerkamera. In 4K kann sie in 30 FPS filmen und nutzt dabei sogar den gesamten Sensor, das heißt, es ist ein 6K Downsampling praktisch auf den 4K-Sensor dabei. In Full HD kann die Kamera bis zu 120 FPS filmen und ja, sie hat einen extrem guten Autofokus, den Dual-Pixel Autofokus von Canon. Es gibt kein Video-Recording-Limit, das heißt, dieses 30-Minuten-Limit gibt es nicht mehr. Die Kamera kann sogar in 10-Bit 422 filmen, in sämtlichen Log-Profilen. Ein Sucher ist ebenfalls vorhanden, im Gegensatz zur Sony ZV-E10. Die Canon EOS R10 hat natürlich auch ein Klapp- und Flip-Display. Deswegen aus meiner Sicht eine sehr gute Kamera, denn der einzige Nachteil, den ich so richtig feststellen konnte, ist aus meiner Sicht, dass sie kein IBIS hat, also keine interne Stabilisierung. Aus dieser Kategorie ist für mich also der ganz klare Sieger die Canon EOS R10. Denn was hier in diesem kleinen Body steckt, ist wirklich stark. Wie gesagt, 4K 60 FPS, 10-Bit Farbtiefe, unglaublich guter Autofokus. Das neue RF-Objektivsystem von Canon kann genutzt werden. Und wenn man möchte, kann man auch immer noch problemlos mit den alten EF-Objektiven arbeiten. Man bräuchte dazu nur diesen Bajonett-Adapter. Funktioniert problemlos. Ja, die Kamera ist ein bisschen preislich höher angesetzt natürlich. Ja, für einen Einsteiger gleich fast 1000 Euro hinzulegen, ist nicht ohne. Aber ich kann sie einfach nur wirklich herzlich empfehlen. Die Kamera ist Bombe. Ich habe in dieser Kategorie bewusst auch keine günstigeren Kameras mehr vorgestellt, weil ich diese einfach nicht mehr mit einem guten Gewissen im Jahr 2023 empfehlen kann. Leider muss Sony hier auch aus meiner Sicht nachziehen, denn auch letztes Jahr habe ich bereits schon die Sony ZV-E10 empfohlen. Deshalb lasst uns übergehen zur nächsten Kategorie und das ist die fortgeschrittene Kategorie im Preis von 1000 bis 2000 Euro. Wir fangen hier an mit der Canon EOS R7. Preislich liegt die Canon EOS R7 bei 1600 Euro, hat einen APS-C-Sensor und fototechnisch ist sie wirklich sehr gut, vor allem aus meiner Sicht für Landschaftsfotografen oder Tierfotografen. 32 Megapixel hat die Kamera verbaut, 15 Bilder pro Sekunde mechanisch, 30 Bilder pro Sekunde elektronisch, hat zwei SD-Karten.
Kreditkarten-Slots, also alles, was so der Fotograf in dieser Preiskategorie auch wirklich benötigt. Videotechnisch kann die Kamera auch sehr gut mithalten, denn die Kamera kann in 4K bis zu 60 FPS filmen, hat einen super Autofokus, hat aus meiner Sicht keine wirklich starke Überhitzungsprobleme in 4K 60 FPS, weder im Feinmodus noch im Non-Feinmodus und kann sogar auch in 10-Bit 422 filmen. Wir haben hier wieder eine sehr gute Farbtiefe mit etlichen C-Log-Profilen und natürlich auch hier kein Aufnahmelimit. Aber was diese Kamera hier hat, ist IBIS. Also hier haben wir eine interne Stabilisierung. Das ist auf jeden Fall schon mal ein weiterer Fortschritt gegenüber der Canon EOS R10. Und die Canon EOS 7 hat natürlich auch ein Klapp- und Flip-Display. Ja, der größte Nachteil an dieser Kamera aus meiner Sicht für diese Preisklasse ist im Endeffekt, dass es einen APS-C-Sensor hat, denn für die Preisklasse gibt es mittlerweile auch schon Kameras, wo man ja einen Vollformatsensor bekommt, wie zum Beispiel bei der Canon EOS RP oder bei Sony mit der A7C, und genau darüber sprechen wir jetzt als nächstes. Denn für 100 Euro mehr bekommt man die Sony A7C für 1700 Euro. Aus meiner Sicht ist die Sony A7C eine sehr gute Hybridkamera für Foto- und Videografen. Sie hat ein Klapp- und Flip-Display, das man natürlich dann sehr gut nutzen kann. Fototechnisch hat die Kamera 24 Megapixel. Sie kann bis zu 10 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Sie hat ebenfalls einen recht guten Autofokus mittlerweile. Auch in Lowlight performt die Kamera sehr gut. Und die Video-Features können sich auch natürlich sehen lassen, denn die Kamera kann in 4K bis zu 30 FPS filmen. In Full HD kann die Kamera bis zu 120 FPS filmen. Und die Kamera hat natürlich sämtliche S-Log-Features als auch IBIS. Die Vorteile dieser Kamera sind, ja, das ist ein etwas neueres Sony-Modell. Das ist praktisch so der Nachgänger von der Sony A7 III. Hat hier kleine Verbesserungen bekommen, wie besseres Menü, bessere Skin Tones. Also generell wurden hier die Farben verbessert. Sie ist recht gut in Low Light. Sie hat keinen Crop, zumindest in 4K 24 und 25 FPS. Sie hat einen leichten Crop in 4K 30 FPS. Und die Kamera hat vor allem, das ist das Wichtigste, keine Überhitzung auch in 4K. Die Nachteile dieser Kamera sind schon nicht ohne, sagen wir es mal so. Denn die Kamera hat keinen Viewfinder. Die Kamera hat auch nur einen einzigen SD-Karten-Slot. Also für Fotografen nicht ganz so geil, muss ich sagen. Ja, liegt auch nicht so ergonomisch in der Hand, dadurch, dass sie so klein ist und auch keinen Sucher hat. Und sie hat leider nur eine 8-Bit-Farbtiefe, was, wie gesagt, aus meiner Sicht so im Jahr 2023 ein bisschen outdated ist. Deswegen kommen wir zur nächsten Kamera, die EOS R8, ja, die tatsächlich nur 100 Euro teurer ist, nämlich 1800 Euro. Und diese Kamera erinnert mich stark zur Canon EOS RP und ist im Endeffekt ein Vergleichsprodukt zur A7C. Denn die Kamera hat ebenfalls einen Vollformatsensor. Die Kamera hat praktisch den gleichen Sensor wie die R6 Mark II, was aus meiner Sicht sehr stark ist für die Kamera. Sie hat ein gutes Display, das ist klapp- und schwenkbar. Sie ist einfach eine extrem gute Hybridkamera für Foto- und Videografen, denn fototechnisch kann sie mit 24 Megapixeln fotografieren. Sie kann 6 Bilder pro Sekunde mechanisch fotografieren, aber bis zu 40 Bilder pro Sekunde elektronisch. Sie hat einen extrem guten Autofokus verbaut. Sie hat auch sehr, sehr gute Videofunktionen. Wie gesagt, sie hat den gleichen Sensor der R6 Mark II. Und somit kann sie in 4K 60 FPS filmen mit Downsampling von 6K praktisch auf 4K runter. Sie kann in Full HD bis zu 180 FPS filmen. Sie hat 10-Bit 422 Farbbit-Tiefe und sämtliche Log-Profile. Und sie hat auch kein Aufnahmelimit. Die Nachteile dieser Kamera sind halt einfach, dass sie recht klein ist, nicht so ergonomisch in der Hand liegt. Ja. Sie hat keinen Autofokus-Joystick vorne dran. Sie überhitzt leider in 4K 60 FPS nach über knapp 20 Minuten. Sie hat leider auch nur einen SD-Karten-Slot. Sie hat kein IBIS, ja, also sie hat keine interne Stabilisierung. Und sie verwendet auch nur leider die kleinen Akkus, die LPE17, die recht klein sind. Und somit, ja, muss man da auf jeden Fall mehr haben, denn ich habe das, kenne es aus Erfahrung, die gehen recht schnell leer. Kommen wir noch zur letzten Kamera aus dieser Kategorie, die Sony A7 III. Und ehrlich gesagt möchte ich gar nicht so stark über diese Kamera sprechen. Denn preislich gesehen ist sie die teuerste Kamera aus dieser gesamten Kategorie. Liegt ungefähr auch bei 1800 bzw. 1850 Euro und ist aus meiner Sicht ein sehr veraltetes Modell. Ich würde mir diese Kamera in 2023 einfach nicht mehr kaufen. Nicht, dass ich die schlecht finde. Letztes Jahr fand ich sie noch extrem gut. Ich kenne auch etliche Leute, die diese Kamera haben. Und generell, wenn du die hast, ist es eine saugute Kamera. Das will ich gar nicht verneinen. Ich finde sie nur nicht mehr passend
für das Jahr 2023. Hier empfehle ich dir lieber, auf die Sony A7 IV zu steigen oder tatsächlich dir die Sony A7 C zu holen. Denn die Sony A7 C ist, wie gesagt, das Nachfolgermodell, aber sogar günstiger. Und deswegen fällt für mich die Sony A7 III tatsächlich dieses Jahr einfach raus. Wer ist der Gewinner aus dieser Kategorie? Ganz klar, es ist für mich die Canon EOS R8. Es hat einfach ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Kamera kann in 4K 60fps filmen, hat 10-Bit Farbtiefe, bis zu 40 Bilder pro Sekunde für Fotografen, die damit fotografieren möchten. Also das ist meine absolute Kaufempfehlung für dieses Budget. So, nun kommen wir zur dritten Kategorie, zur Profikategorie von 2.000 bis 3.000 Euro. Und hier kann man wirklich über einige Kameras dieses Jahr sprechen. Die Canon EOS R6 kostet 2.000 Euro, ist eine Vollformatkamera und hat es wirklich in sich. Hat natürlich auch ein Klapp- und Schwenkdisplay. Ist eine sehr gute Hybridkamera für sowohl Fotografen als auch Videografen. Fototechnisch hat diese Kamera 20 Megapixel, kann bis zu 12 Bilder pro Sekunde mechanisch fotografieren und elektronisch bis zu 20 Bilder pro Sekunde. Hat auch zwei SD-Karten-Slots, natürlich sehr wichtig für sehr viele Fotografen. Hat einen extrem guten Autofokus für sowohl Foto- als auch im Videobereich. Hat unglaublich gute Videofunktionen, 4K 60fps ohne Crop, ja, leider aber mit Überhitzung. Full HD bis zu 120fps, kann in 10-Bit 422 in sämtlichen Log-Profilen filmen, hat ebenfalls IBIS verbaut und auch die größeren Akkus im Gegensatz zur R8. Ja, hier hat man einfach mehr Akkulaufzeit. Die Nachteile dieser Kamera sind für mich, dass es leider nur so 20 Megapixel sind. Das ist ein bisschen zu wenig, finde ich. Ja, 24 finde ich da schon besser. Ansonsten das Aufnahmelimit von 30 Minuten ist noch immer leider bei dieser Kamera vorhanden. Und die Kamera überhitzt in sämtlichen 4K-Modi. Kommen wir jetzt zur Sony FX30. Ja, das ist so eines der neuesten Kameras von Sony und diese Kamera hat es in sich, vor allem für Filmer, vor allem für Videografen, denn diese Kamera ist aus der Cinema Line. Und an sich hat diese Kamera all das, was das Filmerherz im Endeffekt begehrt. Die Kamera hat einen extrem guten Dynamikumfang mit 14 Blendenstufen. Sie kann in 4K 60fps filmen. Sie hat 10-Bit 422, also 10-Bit Farbtiefe mit einer sehr hohen Bitrate aus meiner Sicht. Sie hat sämtliche S-Log-Features. Sie kann in 4K bis zu 120fps filmen, in Full HD sogar bis zu 240fps filmen. Hat zwei Karten-Speicherslots, dass man auch Dual Recording machen kann. Sehr guten Autofokus, ja. Hat ein 6K Oversampling mit drin, auch eine interne Stabilisierung, also IBIS ist vorhanden. Fürs Filmerherz ist es wirklich sehr, sehr geil. Aber es gibt ein großes Aber und das große Aber ist, dass sie einen APS-C-Sensor verbaut hat und für Fotografen aus meiner Sicht nicht wirklich tauglich ist. Denn diese Kamera kann zwar fotografieren, aber aus meiner Sicht sollte sich die absolut niemals ein Fotograf holen. Denn erstens hat die Kamera nur einen elektronischen Verschluss und zweitens ist, so wie ich das rauslesen konnte, gar keine Serienaufnahme möglich. Also du kannst Einzelbilder machen, aber du kannst keine Serienaufnahme machen. Vielleicht irre ich mich da, aber ich konnte wirklich keine weiteren Infos dazu finden. Und ansonsten, was ein weiterer Nachteil aus meiner Sicht ist, ist, dass die Kamera einen Kühler verbaut hat. Ist vor- und nachteilhaft, natürlich hast du jetzt keine Überhitzung und so weiter drin, aber sie ist einfach nicht Staub- und Spritzwasser geschützt, was aus meiner Sicht ein gewisser Nachteil sein kann, je nachdem, was du mit dieser Kamera machst. Wenn du zum Beispiel Events filmst, das kann eine Hochzeit sein, das kann aber auch ein Outdoor-Event sein. Wenn es da mal regnen sollte, hast du sämtliche Probleme aufgrund des Kühlers. Machen wir weiter mit der Sony A7 IV. Die war sehr antizipiert, diese Kamera, und ja, hat es auch aus meiner Sicht sehr stark in sich. Ungefähr 2.800 Euro musst du dafür zahlen und aus meiner Sicht ist es auch hier eine sehr, sehr gute Hybridkamera, wie gesagt, für Foto- und Videografen. Sie hat einen sehr guten Autofokus, sie hat neue Sony-Farben, also da ist eine neue Color Science eingebaut worden, sie hat ein neues Menü, darüber haben sich sehr viele damals aufgeregt, dass das Menü so kompliziert ist, ja. Sie hat ein Klapp- und Schwenk-Display. Sie hat einen Dual-Karten-Slot, sie ja, hat auch so einen Foto- und Videoswitch vorne oben drauf, hat IBIS intern verbaut und kann auch sehr gut fotografieren mit 33 Megapixeln und 10 Bilder pro Sekunde mechanisch. Videotechnisch ist es so, dass sie in 4K 60fps auch filmen kann. Leider hat sie hier aber einen Crop-Faktor von 1,5, also der hat es schon in sich. In Full HD kann sie bis zu 120fps filmen. Und der 7K-Sensor downsampled praktisch auf 4K, das heißt, man hat einfach hier eine höhere Qualität in 4K.
Ebenfalls kann man natürlich auch in 10-Bit Farbtiefe filmen mit sämtlichen S-Log-Profilen. Die Kamera überhitzt nicht und die Kamera hat auch kein Recording-Limit. Der einzige Nachteil, den ich wirklich an dieser Kamera stark sehe, ist wie gesagt, dass sie in 4K 60 FPS leider croppt. Und jetzt kommen wir zur letzten Kamera, die Canon EOS R6 Mark II. Über diese Kamera verlinke ich dir auch gerne hier oben mal so ein Review rein, das ich dann tatsächlich auch über die Kamera gemacht. Wenn du dich dafür stark interessierst, würde ich dir empfehlen, das mal anzuschauen. Die Kamera liegt preislich bei 2.900 Euro und ist aus meiner Sicht eine extrem gute Hybridkamera. Sie hat natürlich auch IBIS intern verbaut, sie hat einen extrem guten Autofokus für Foto- und Videografen. Sie hat ebenfalls natürlich ein Klapp- und Schwenkdisplay, hat einen Dual-Karten-Slot und hat ebenfalls diesen Foto- und Video-Switch, den wir auch schon von der Sony-Kamera vorher kennen. Fototechnisch ist es so, dass die Kamera 24 Megapixel hat, 12 Bilder pro Sekunde mechanisch kann und 40 Bilder pro Sekunde elektronisch kann. Videotechnisch haut die Kamera einiges raus aus meiner Sicht, denn die Kamera kann in 4K 60 FPS ohne Crop, also in Vollformat filmen, und hier endet das Ganze nicht, denn die Kamera hat einen 6K Sensor verbaut, der zum einen auf 4K, wenn du damit filmst, downsampled, aber du kannst auch noch mit einem externen Recorder in 6K RAW filmen. 6K RAW 60 FPS, wenn du das möchtest. Du kannst aber auch in 4K RAW filmen mit einem externen Recorder. Natürlich kann die Kamera auch in 10-Bit Farbtiefe filmen. Und wie gesagt, keine Überhitzung, kein Aufnahmelimit. Also wirklich eine geniale Kamera. Denn Nachteile kann ich dir keine wirklich nennen. Denn für den Preis, ja, kann die Kamera wirklich, wirklich viel. Und es fällt mir wirklich schwer, hier irgendeinen Nachteil aufzuzählen. Deswegen eine absolute Kaufempfehlung von meiner Seite. Ja, und jetzt kommen wir auch zum Gewinner dieser Kategorie. Und ihr könnt es euch sicherlich denken, für mich ist der Gewinner die Canon EOS R6 Mark II. 4K 60 FPS, 4K RAW, 6K RAW, Staub- und Spritzwasser geschützt, kein Overheating. Aus meiner Sicht absolut genius. Und ja, natürlich auch für Fotografen ist diese Kamera extrem gut geeignet. Und bevor jetzt jemand hier irgendwie sagt, hey, ganz ehrlich, der Typ ist doch von Canon bezahlt. In jeder einzelnen dieser Kategorien hat er Canon gewinnen lassen. Schaut euch mal das Video aus dem Vorgängerjahr an. Ich blende das hier mal ein. In 2022 habe ich nämlich in jeder Kategorie Sony gewinnen lassen. Einfach aus dem Grund, weil Sony tatsächlich hier die besseren Kameras hatte, wenn man das objektiv betrachtet. Das Ding ist einfach, Canon hat extrem stark nachgezogen im letzten Jahr. Genauso wie ich es gesagt habe, die haben auf mich gehört, ja. Und umgekehrt aber war es einfach so, dass Sony aus meiner Sicht sich gar keine Mühe mehr wirklich gegeben hat. Denn die einzigen zwei neuen Kameras, die ich hinzugenommen habe, war die FX30 und die Sony A7 IV. Und ja, wie gesagt, diese Kameras sind zwar sehr gut, aber haben natürlich auch ihre Nachteile. Canon hat einfach, wie gesagt, mächtig aufgeholt mit der R10, R7, R8 und der R6 Mark II. Und Sony hat leider hier ein bisschen Nachholbedarf. Also mal sehen, was ich 2024 sagen werde, ob Sony hier nochmal richtig nachlegt oder auch nicht. Ja, eine Kamera ist natürlich auch sehr wichtig, um ein erfolgreiches Fotografie- oder Videografie-Business zu führen. Aber nur weil du eine Kamera hast, heißt es noch nicht, dass deine Auftragslage stimmt. Ich sehe das nur allzu oft, dass viele Fotografen und Videografen mehr Geld in ihre Ausrüstung stecken als in ihre eigene Weiterbildung. Wenn du also von mir Hilfe dafür haben möchtest, wie du es auch schaffst, ein profitables Business als Fotograf oder Videograf zu führen, das dir fünfstellige Monatsumsätze erbringt, dann trag dich doch gerne in ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Geh dazu auf walterweber.de und dann schauen wir uns mal deine Situation an, sprechen da gerne mal drüber und schauen auch, ob und inwiefern wir dir dabei helfen können. Ich freue mich auf dich.